Jo, herzlich willkommen zurück. Hab jetzt erstmal schön Geld verdient, ne? Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir hier weitermachen. Was ist denn hier bei dem Knockout? Auch noch offen. Dann fahre ich doch noch weiter mit dem Benz. Brauchen halt Geld, ne? Ja, Teilnahmegebühr zieht uns wieder runter. Naja, gucken wir mal, dass wir an Geld kommen noch. Ein bisschen mehr haben. Gucken wir noch, was für Reparaturen hat. 3, 2, 1, los! Und ich kann es nicht neu starten, ne? Bin ich aber gearscht, ja. Ja, wenn ich jetzt verkacke, sind direkt 6000 Mark im Wind, ja? Schauen wir mal. Ob ich da noch was rausholen kann. Da so schön am Überholen gerade und dann kommt dieser verfluchte Baum, ne? Klack! Mach nicht so ein Mätzchen hier. Letzte Runde.
beste Runde. Sie sind Zweiter. Ja. Kann man mit leben, ne? Weiter geht's. So eine Schlitterpartie hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Voll hinten in die Seite rein, ne? Nicht mit mir, nur. BMW zieht aber ganz gut, ne? Nicht für den verkehrten Wagen entschieden oder hat der schon getuned da? Computer. Das ist auch schon ein Schwierigkeitsgrad Profi, dass die KI noch oder schon gar nicht so übel. Ne? Sieht da ganz gut an. Muss ja nicht durchgängig Erster sein, ne? Bei so einem Knockout, nur zum Schluss dann irgendwann sollte es so sein, sonst hast du das Knockout halt verloren. Ja, komm, mach dich weg.
abgezogen. Sie sind Erste. Tja, weiter geht's. Los! Hier haben sie keine Chance. Kann ich einfach zu gut die Strecke. Kann ich sogar mal tatsächlich zwischendurch vom Gas gehen und mein Gas- und Bremspedal hier nochmal ranziehen, ein Stück an mich. Hm?
Ab geht's, ja. Drei, zwei, eins, los. Ja, Snowy Wish, das kann ja was werden, ja. Aber machen wir mal, ne? Auf geht's.
3, 2, 1, los! Schnee, ohne Glätte, ja. Na gut. Dann ist ja easy hier. Dieselbe Kurve bei dieser Strecke. Kann nicht wahr sein. Abgezogen.
Glückwunsch, Sie haben das Knockout gewonnen. Sie haben die Goldmedaille geholt. Kling. Weiter zum nächsten Kurs. Ja, dann würde ich sagen, habe ich. Schaufenster. Ach nee, ich musste in dem Menü davor auf Schaufenster gehen. Da konnte man sich einen Wagen holen, ne? Ja. Könnte ich mir ja auch leisten, ne? Müsste man eigentlich mal vergleichen, oder? Könnte man das nicht machen hier irgendwie? Wagenvergleich, na klar. Okay. Also der Bonus Camaro wäre ja eigentlich die bessere Wahl, ja. Handling ist mir Latte. Das ist mir scheißegal. Ah, den kann ich nur für 140.000 kaufen. Okay. Ein bisschen teuer gerade. Also doch der Jaguar. Na gut. Ja, kaufen wir uns den XKR. Insgesamt stimmigeres Gesamtbild, ne? Zack, meiner. So. Und das machen wir dann mal in der nächsten Folge, ne? Haut rein.